Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren kurzen Tarafire Builder 2014 Tutorial Video. Heute möchte ich zeigen, wie man Lager und Regale korrekt baut, parametrisiert und animiert. Dazu habe ich mir bereits die Bibliothek der Lager und Regale geöffnet und werde nun mit diesen arbeiten. Regale sind statische Elemente, das heißt, sie sind parametrisierbar, aber nicht direkt animierbar. Um ein solches Regal zu bauen, reicht es aus, den Baustein aus der Bibliothek direkt in die 3D-Szene zu ziehen und zu positionieren. Das habe ich hiermit einmal getan. Jedoch entspricht dieses Regal in seiner Standardausführung noch nicht meinen Vorstellungen. Um dies zu ändern, klicke ich hier oben auf den Eigenschaften-Dialog und kann die Parameter nun verändern. Dieses Regal soll 5 Fächer lang und 4 Fächer hoch sein, jedes Fach 1,5 Meter lang und 1,5 Meter hoch. Pro Fach 3 Stellplätze nebeneinander und einfach in der Tiefe. Nun sieht man hier unten im Bereich Kapazität, dass ich 20 Fächer mit insgesamt 60 Stellplätzen habe. Ich bestätige mit OK und das Regal wird entsprechend meiner Vorgaben neu parametrisiert. Um nun Behälter hineinzustellen, gehe ich wieder in den Eigenschaften-Dialog, allerdings diesmal in den Tab Bereiche und öffne über den Button Quelle einen Quellendialog. Hier wähle ich mir die blauen Behälter aus, von denen ich 20 Stück in meinem Regal sehen möchte, und die roten Behälter, von denen ich ebenfalls 20 Stück sehen möchte. Bestätige zweimal mit OK, aktiviere noch die Option Güter und wir sehen die Behälter, wie sie im Regal positioniert werden. Um nun eine Interaktion mit diesem Regal zu simulieren, wie gesagt, eine direkte Interaktion ist nicht möglich, baue ich mir eine Quelle, die die entsprechenden Güter erzeugt und verknüpfe diese Quelle dann mit einem Werker. Dazu öffne ich mir den Modellkatalog, ziehe mir eine Gerade in meine Szene, die ich um minus 90 Grad drehe und definiere an dieser Geraden eine Quelle. Diese soll mir blaue Behälter erzeugen in einem Takt von 25 Sekunden. Bestätige mit OK und verschiebe diese Gerade nun in das Regal. In etwa dorthin. Blende diese Gerade aus und baue einen Werker an ihren Ausgang. Dieser Werker befindet sich in der Kategorie Handling. Mit einem einfachen Klick wird er gebaut. Da die Gerade im Moment ausgeblendet ist, wird auch der Werker ausgeblendet. Diesen möchte ich natürlich aber sehen. Wenn ich jetzt die Animation starte, dann erzeugt die Quelle ein Gut, das vom Werker aufgenommen und zu seinem Ausgang gebracht wird. Das sieht dann so aus. Und genau das Gleiche kann ich jetzt noch mit den roten Behältern machen. Dazu kopiere ich mir diese Gerade einmal, füge sie am gleichen Punkt wieder ein und verschiebe sie dann rüber zu den roten Behältern, parametrisiere die Quelle so, dass sie statt blauen Behältern rote Behälter erzeugt, vergebe noch eine Verzögerungszeit, bestätige mit OK. Nachdem diese Gerade nun korrekt parametrisiert ist, muss dem Werker noch ein weiterer Eingangspunkt hinzugefügt werden und dieser dann mit der Geraden verbunden werden.
Wenn man die Animation nun startet, dann wird man sehen, wie der Werker zunächst einen blauen und im Anschluss einen roten Behälter holt. Genau. Eine andere Möglichkeit, Regale zu animieren, ist die Verwendung von Hochregallagern. Bei diesen Regalen wurden die statischen Regale mit einem animierten Regalbediengerät schon kombiniert. Das heißt, die Parametrisierung erfolgt genau wie bei den statischen Regalen über diesen Eigenschaften-Dialog. Standardmäßig ist ein Palettenregal mit einem Einmastregal-Bediengerät verbaut. Ich möchte aber wieder ein Behälterregal, das ich mir ähnlich parametrisiere wie eben schon. Nur entsprechend größer in der Höhe, also mit mehr Fächern. Die Stellplätze sollen wieder drei nebeneinander und einfach in der Tiefe sein. Und ich sehe, ich habe jetzt schon 1200 Stellplätze. Definiere mir noch meine blauen Behälter, von denen 500 bereits im Regal stehen sollen. Und alle 30 Sekunden soll davon eins ausgelagert werden. Ich bestätige wieder zweimal mit OK, lasse mir die Güter noch anzeigen. Und da sind sie auch schon. Als nächstes baue ich noch Geraden an die Ein- und Ausgänge dieses Lagers, um die Korrektheit der Animation zu zeigen. Im nächsten Schritt sollen über diese zuführende Gerade andere Behälter in das Lager eingelagert werden. Hier im Vordergrund sieht man jetzt eine Informationstafel über dieses Lager. Gut ID 1, das sind die blauen Boxen, davon sind im Moment 500 im Lager. Damit ist das Lager zu 42% belegt. Wenn ich jetzt die Animation starte, fährt das Regalbediengerät los und lagert eine blaue Box aus. Ich beschleunige die Animation mal etwas, dann braucht man nicht so lange warten. Hier ist das Regalbediengerät und dort hat man gesehen, wie die blaue Box ausgelagert wurde. Jetzt halte ich die Animation einmal an und definiere an der zuführenden Gerade eine weitere Quelle, die alle 20 Sekunden einen orangen Behälter erzeugt mit einem Offset von 10 Sekunden. Bestätige mit OK und spiele die Animation wieder ab. Da ich bei der zuführenden Quelle einen Offset angegeben habe, wird zuerst ausgelagert und jetzt dann der orange Behälter eingelagert. Und in dem Moment erscheint dieser GUID 18 auch auf der Informationstafel. Das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.